willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Ein zweiter Teil mit Chris Moore. Viele von euch haben sich das gewünscht. Felix ist ebenfalls dabei, der Herr Sturm. Ich habe extra deine Käppi angezogen. Da siehst du mal, was für ein Supporter ich bin. Merhaba! Guck mal, sein Blick gerade, der wollte gerade angreifen. Er wollte mir gerade eine Bombe verpassen. Weil er mich beim letzten Mal so alt gemacht hat. So Leute, ihr wolltet unbedingt ein Part 2 mit Chris Moore, ihr habt ja euer Part 2. Nein, nein, geht nicht. Der will mich einfach abziehen, ey. Wie gesagt, ich bin gerade vom Training. Das ist ein Bänder, der kann nichts damit anfangen. Sorry, ich bin Training. Nein, geht nicht. Was ist das denn? Für was brauchst du denn? Training. Ah, das ist noch gut. Ich möchte aber wissen, was er da macht. Wer? Er? Er. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Ja, ich auch nicht. Aber ach, ist das, Sie wohnen hier? Ja. Ja, Chef, dann geh mal bitte wohnen hier. Das war ein harmloser Mann zwar, aber das ist eine alte Dame, die da wohnt. Die hatte natürlich Angst. Die sagt gerade, das ist unheimlich, wenn der vor meiner Einfahrt steht. War auch ein bisschen verwirrt da. Der wollte einfach mein Trainingsmaterial haben. Der wusste nicht mehr, was das ist. Einfach geben. Hauptsache ich verkaufe das irgendwie. So, ne? Als ob wir zu spät kommen. Selber ist der jetzt gerade gekommen. Gehen wir mal alles an. Gehen wir mal alles an. Felix. Warte, was ist los, Mann? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Wie du für heute. Ich warte die ganze Zeit auf dich. 5 bis 10 Minuten geht ja noch, ne? Aber ich sollte nicht zu spät kommen, ne? Ja, der Burak hat sein Kabel vergessen. Wir haben das extra zusammen. Das ist natürlich auch sehr schön auf Burak zu schieben, ne? Alles auf dich. Schieb doch dich selber. Oder er ist der Kameramann. Ja, wer ist schuld? Er kommt aus Stuttgart und macht sich die Mühe. Oder ich bin jetzt extra zu Saturn gefahren. 300 km/h über Rot. Ja, hast du Kaffee da? Wir sind eigentlich diese Seite. Welche Seite? Ach, die da drinnen, genau. Das sind zum Meiden für die Boxbewegung. Kannst du immer schön abtauchen. Das ist Quatsch. Du musst einfach mal zum Wäsche aufhängen, um die Handschuhe zu trocknen. Boah, der Chris mich hier gleich auseinander nimmt, Alter. Der Chris, guck mal, der ist kein Kampfsportler, aber bricht alle Rekorde. Das ist das Alter. Er schlägt am Herzen. Das Alter. 55. Ich glaube, irgendwas ist daran faul. Hast du manipuliert das Gerät, ne? 1087. Gehört, also über eine Tonne hat er getreten. Ja, dann würde ich mal sagen, bei der nächsten Schlägerei hole ich muss jetzt. Er tritt da alles noch kaputt. Training mit Verletzung, lass das. Mach einfach, was er dir sagt, das ist besser. Du bist eine Kampfmaschine, du bist extrem stark, aber bitte überlass das Denken beim Training uns, okay? Bitte, ich bin, guck mal, du kennst mich, seit du so bist. Ne? Ich bin 13 Jahre mittlerweile älter als du, 13 Jahre mehr Erfahrung. Ja. Bitte lass das, ne? Lauf, okay. Mach, wir machen den Rest, okay? Okay, mal, okay? Also, danke. Also ich höre nur auf Chris. Ich lass das, denke ich, überlasse ich den Chris. Kannst du mich bitte festhalten, dass er selbst beim Erwerben moralische Unterstützung braucht? Das eigentlich dient nur dazu, um vor der Polizei abzuhauen. Deswegen machen wir das. Ich laufe. Ich schlaufe niemanden. Wirklich hinter dem Körper arbeiten. 10 Stück. Dann 10 Stück hier. Also 10 Stück groß. Und dann aus Rotation 10 okay. Stück. Aus. Aber ich meine, alles 10. Ich muss wirklich stärker das Band als Felix haben. Das ist ja mental, bist du auf jeden Fall stärker. Das geht so. Mach Arme ganz gesteckt. Steck die Arme ganz gesteckt. So? Nur hinter dem Körper hier richtig. Jeder fängt ihn klein an, so musst du das sehen. So, okay. Siehst du, hast schon Multiplikation mit der Koordination dabei. Sag, wie viele? 10 immer, ne? Ja. Und dann gerade nach unten. 10 und auch hinter den Körper arbeiten. Mach den Arm so lang, wie du kannst. So, und was ist der Unterschied zwischen den Farben? Cool, das Grün ist einfach. In der nächsten Episode. Grün ist 10-mal stärker als Rot. Weißt du, was der Farbe mit Farben? Ne? Rot steht für Aggressivität und Grün steht für. Die Hoffnung. Ja, die Hoffnung. Die Hoffnung ist stärker, aber die Hoffnung musst du leider nehmen. 300, 101, 102, 303. Ihre Pause schadet dem Krim. Ich glaube, man ist ganz froh darüber. Nochmal, noch. Stellt euch einfach den Mann. Pause bist du ganz froh. Stellt euch einfach von hier. Dann einmal runter. Und wieder zurück. Versuch mal gerade, ein bisschen gerade zu bleiben. Dann zurück 20 Stück. Und dann so ist er drunter, das Ding. Das macht die ganze Zeit. Warte, ich will einen Kopf größer. Oder? Was, ein Kopf größer? Boah, unglaublich. Boah, wechseln. Ja, während die
Jungs das machen, dann kann ich ja kurz erklären, was das soll. Ne? Also im Prinzip, was die Jungs da gerade machen, ist einfach, wir wärmen uns einfach auf. Ja? Das heißt also, vor allen Dingen arbeiten wir viel, was die Hüfte angeht, um das ein bisschen aufzuwärmen, Gefühle dafür zu bekommen, einfach geschmeidig da rein zu bleiben. Das seht ihr jetzt hier gerade. Und dann wechseln wir das auch mit so einer kleinen Mobilitätsübung, die ihr dann jetzt seht. Von hier aus Knie gehen weit, weit nach außen, richtig runterziehen lassen. Und von da aus, wir bleiben da unten 2 Sekunden und gehen dann wieder nach. Warte, warte, der Kerem ist heute ein bisschen müde, hat mal erst mal gesehen. Warte, warte, warte. Alles gut. Das reicht heute. Mach's dir nicht so schwer, auch wenn die Kamera arbeitet, ist egal. Guck mal, die Leute verstehen das, dass du ein bisschen müde heute bist. Es ist ein langer Tag, ist eine Herausforderung, weißt du, du warst ein bisschen angeschlagen. Ist nicht schlimm, guck mal, auch der stärkste Krieger muss ein bisschen rausnehmen. Ist nicht schlimm. Ja, der hat recht, das ist für einen Finger von mir. Ich trainiere mit einem Finger. So. Gehen mal beide zusammen runter, genau. Und nach außen arbeiten mit den Knien. Richtig raus. Ne? Mehr Mobilität, als das jetzt irgendwie so Kraft ist. Ja? Okay. Versuch so weit wie möglich nach außen zu arbeiten. Und dann 5 Stück. Dann versuch mal mit dem Oberkörper aufrecht zu bleiben. Sondern das Oberkörper hoch. Und es geht darum, dass du wirklich in Endposition mal an Endposition arbeitest. Lass den Oberkörper aufrecht. Okay. Und jetzt dreh das so hoch wie möglich. Wie groß bist du, Chris? Meinst du wegen Hiking? Ja. An guten Tagen, wenn du mich nicht so alt gemacht hättest, jetzt bin ich ja nur noch so klein, jetzt bin ich 1,95. Ja, aber in meinem Alter ist es klein. Kannst du dann gucken. Achso, ich dachte, das Bein öffnen. Okay. Und den Fuß so steif halten. 15 Wiederholungen und dann die andere Seite. Dann kurz an die Wand. 30 Wiederholungen und dann 10 Schützen. Dann machen wir noch einen Durchschnitt. Ja, und diese Übung, die ihr gerade jetzt seht hier, die die Jungs gerade machen, ist dafür gut, dass wir wollen halt eine möglichst direkte Kraftübertragung haben und deswegen arbeiten wir gerade an dem Sprunggelenk, Fußgelenk, dass wir halt schauen, dass diese kleinen Kontakte mit relativ steifem Fußgelenk passieren und deswegen je schneller dieser Abdruck erfolgen kann, desto härter und direkter ist die Kraftübertragung, die dann auch durch einen Schlag oder einen Tritt kommt. Und das andere ist, was wir hier, wir haben halt die Schienbeinmuskulatur auch vorne. Das hilft eben bei dem Anziehen des Fußes und je besser wir darin werden, desto auch da haben wir dann wieder eine direktere Kraftübertragung. Wenn wir Kraft in den Boden geben, kommt die Kraft wieder zurück. Deswegen machen wir das. Luft rein, lange Beine lassen. Ach so, nicht im Kniebeuge. Genau, das ist eine Hüftdominantübung. Okay. Hüfte davor. Ja, es geht mehr über die Hüfte. Wie viele? 10 Stück bitte. Und noch ein bisschen tiefer. Ja, 1 Zentimeter weiter. So. Noch einmal Seite, einmal Seppe. Ja, 2 Stück pro Seite. Also parallel stehen, leicht seitlich verdrehen, Seppe rein. Und weiter. Da lass ihn noch auf. Denk dran hier. Setz das Ankerbein und dreh dich dann da rum. Ja? Ankerbein, erst setzen. Ja, besser. Das ist besser. Das ist nicht zu glauben mit diesen jungen Leuten, ne? Schwester, drauf. Leute, nicht drauf. Merkt euch auch eine Sache. Felix ist der Einzige, der so mit mir reden darf. Nicht, dass die sich daran gewöhnen, ne? Guck mal. Der ist 30. Ich verzeih ihm noch viele Sachen. Er ist jetzt 30, er ist noch im Juniorenbereich. So mit 35, 40 Jahren wird er ein bisschen stärker. Also lange, aber dafür ist das okay für 30-Jährigen. Der hat immer noch diese große Bruderschatz. Normalerweise weiß ich, bist du selber. Ich bin direkt weg.
Rotierst du zu viel mit dem. Du musst den Druck noch geben. Denk mal, das ist Zugdruck und die Rotation. Ja. Jetzt kommt wieder dieser Part hier. Skala 1 bis 10, wie schwer wird das jetzt mit den Bändern? Boah, das ist was hat der letztes Mal gesagt? Er meinte 30 oder 40 Kilo pro Seite. Ja. Also insgesamt so 60 Kilo ziehen nach unten. Und hier waren das, glaube ich, 15. Oder? Also ja. Knapp 100 Kilo, die an einen ziehen. So. Wenn du sie schlägst und kickst, du merkst diesen übertriebenen Widerstand, ob dich einer so nach unten zieht, weißt du? Aber wie schwer wird es für dich? Ja, das ist aber natürlich am Anfang sehr schwer, ne? Ja. Aber wenn die Dinger los sind, dann fliegst du über den Boden. Auch die Schläge viel explosiver, weißt du? Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Coole Idee. Ich hab mal Bock, das zu testen. Aber wirklich, diese Dinger sind kein Spaß. Das ist so ein Gewicht an einem. Aber wie er schon sagt, danach fliegst du. Deine dritte Fäuste, die kommen rausgeschossen. Pistolenkugel. 10 Sekunden Gas geben, 20 Sekunden Pause. Ich gebe dir die Zeit, ja? Ja. Eins, harte Hände hoch. Eins, ja. Solltest du. Schönste Teil, Alter. Wenn die Dinger ab sind. Boah. Mach den Wäschen nochmal fest. Man wird wirklich jetzt direkt den Unterschied, wenn du mit den Seilen trainierst. Mal, wie viel haben wir gemacht? 8 Runden? 8 Runden. War extrem anstrengend, extrem schwer. Aber als ich die Dinger jetzt abgenommen habe, meine Hände und Kicks, die sind geflogen gekommen. Boah, auf jeden Fall, ey, das Ding ist ja richtig schwer, man. Bei dir in den Videos sieht das immer so leicht aus. Das sieht in den Videos so leicht aus. Das ist ja richtig. Stell das mal vor, was das genau kann, was das ist. Ja, was das genau kann. Also, das ist unsere Geheimwaffe noch. Wir sind gerade in den Testphasen damit. Ja? Du kannst den Widerstand verändern hier an den Rädchen. Aber schlussendlich geht es darum, dass man eben auch damit vor allen Dingen Schulter, den Griff, also Unterarme wirst du dabei merken. Okay. Du kannst natürlich verschieden ansetzen. Du kannst einmal auch die Geschwindigkeit das machen. Das heißt, wenn du den Widerstand jetzt sehr gering machst, können wir eine hohe Frequenz fahren. Das heißt also, es geht immer darum, wie schnell kannst du eine Bewegung ausführen. Okay. Ja, und das kannst du üben damit. Oder du kannst den Widerstand hochdrehen und dann auch viel daran arbeiten, dass du zum Beispiel, wie es im Kampfsport sehr üblich ist, boah, die Arme werden schwer. Ne? Ja, ja, genau. Das kannst du damit halt trainieren. Ne? Also zu mir, ja? Genau, zu dir, als wenn du lauter Uppercuts schlägst. Auch Konzentration, ne? Ja, das ist ja das Schwierige. Das Schwierige ist immer die Koordination unter in einem quasi in einer Höchstgeschwindigkeitsatmosphäre. Das heißt also, du willst so schnell wie möglich arbeiten. Und das Interessante ist immer, du musst Anspannung und Entspannung musst du aneinander schalten können. Das sieht voll leicht aus. Ich habe es ja wie gesagt bei dir in den Stories gesehen. Aber ehrlich, man muss sich richtig konzentrieren und vor allem, das ist auch noch so schwer, weißt du? Oh, Junge, Junge, Junge. Sieht aus wie ein Presslufthammer. Ja. Und jetzt drehen wir an dem Rädchen hier, an Zauberrad. Das ist jetzt. Und jetzt mal. Ja, jetzt mal. Okay.
die schwierigste Stufe. Fuck, Alter. Das Interessante immer dabei ist... Das knallt extrem in die Schultern. Ja, genau. Das Interessante dabei ist einfach, dass man lernen muss und trainieren kann damit, Anspannung und Entspannung miteinander zu schalten. Ja. Das ist das Schwierige. Weil für eine Bewegung musst du anspannen, aber um die besonders schnell zu machen, musst du an einem gewissen Punkt auch wieder entspannen. Okay. Und das so hintereinander zu schalten, ist eigentlich die Schwierigkeit. So Leute, das war es auch schon wieder mit dem Video. Der Chris hat mich auseinandergenommen. Also war sehr, sehr gutes Training, sehr effektives Training. Ich habe wieder sehr viel bei ihm gelernt. Man steigert sich immer wieder und man lernt immer wieder neue Sachen. Und ehrlich gesagt, dieses Gerät hat es extrem in sich. Ich werde das jetzt in Zukunft öfter mal ausprobieren. Weil die Schnelligkeit extrem in die Arme, in die Schulter und vor allem die Schnelligkeit der Schläge werden dadurch auf jeden Fall richtig stark erhöht. Ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Video, Leute. Hinterlasst einen Daumen hoch und Peace. So Leute, nochmal ganz wichtig. Abonniert meinen Bruder Felix Sturm, wird auch gleich unten eingeblendet. Er bietet auch super Content. Er ist einer der besten Boxer der Welt. Von ihm kann man nur lernen, deswegen macht ihr nichts Verkehrtes, wenn ihr dem jungen, alten Mann folgt und euch zahlreiche Tipps gibt in Videos.